Hi, ratet mal, wo wir hier sind, und zwar auf der Messe in Stuttgart, die Dach und Holz. Wir zeigen euch heute ein paar kleine Eindrücke. Folgt uns gerne und habt viel Spaß dabei. Und wie ihr sehen könnt, durfte ich auch durch das Tor zu den Heiligen Hallen. Und wir sind das zweite Mal auf einer großen Messe. Besser gesagt, wir waren ja 2023 auf der Baumesse in München und jetzt sind wir auf der Dach und Holz. Und insgesamt gibt es 529 Aussteller aus 26 Ländern und insgesamt waren 51.000 Besucher auf der Messe in Stuttgart, die Dach und Holz International. Und schon kurz nach der Eröffnung waren die Hallen rappelvoll. Es wurde ausprobiert, diskutiert, gefachsimpelt. Man spürte wirklich die Begeisterung der Kunden und auch der Zuschauer. Und wir hatten natürlich auch unsere Werkbank. In Halle 10 stand 305 bei den Holzwerken Ladenburger. Im Übrigen sind die Holzwerke Ladenburger schon seit 2008 dabei. Das ist nämlich das erste Ausstellungsjahr bzw. Eröffnungsjahr der Dach- und Holzmesse. Und da sind die Holzwerke Ladenburger ganz vorne mit an der Spitze dabei, mit 4 Standorten in Deutschland. Diese arbeiten nämlich seit Generationen mit dem Naturprodukt Holz. Und ich denke, das sieht man ganz stark auf dem Messestand. Vor allem unsere schöne, alte, rustikale Werkstatt. Kein Witz, es gab eine Live-Vorführung am Dienstag und am Mittwoch an dem Messestand. Wir haben nämlich das Top-Produkt von den Holzwerken Ladenburger angewendet. Und zwar ist das Skyline Kontrast. Und so konnten wir mit euch in Kontakt treten, mit den Kunden eventuell ein, zwei Gespräche führen. Wir haben unser Bestes gegeben. Natürlich haben wir dann an den Fachberater auch mal gerne übergeben. Aber Hauptkern war einfach die Live-Vorführung und dass wir euch mal ein bisschen näher kennenlernen können, dass ihr die Produkte von den Holzwerken Ladenburger ein bisschen kennenlernen könnt. Und sie setzen natürlich auf gute Qualität der Rohstoffe und natürlich auf 1A-Produkte. Und das Portfolio von den Holzwerken Ladenburger kann sich wirklich sehen lassen. Vom Innenausbau zur Außenfassade, vom Rundholz bis zum Glattkantbrett ist wirklich alles dabei. Und selbst der Abfall wird recycelt. Man sieht es hier an den Holzpellets, die made by Holzwerke Ladenburger sind. Das sind wirklich schöne, helle Holzpellets. Und das liegt nicht daran, weil die eingefärbt sind, sondern das ist die Späne. Da ist so gut wie kein Rindeanteil drin, ne? Und das verrät uns die helle Farbe. Das heißt 1A-Qualität und das sogar bei den, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Abfall. Der wird nämlich recycelt und am Ende zu Holzpellets verarbeitet. Und dann könnt ihr das Ganze säckeweise oder in großen Mengen für eure Holzpelletsanlage erwerben. Und dass die Holzwerke Ladenburger einen kleinen grünen Daumen haben, das verraten die kleinen Würfelchen hier. Die sind nämlich ein kleiner Bausatz, um einen kleinen Fichtebaum entstehen zu lassen. Kein Witz, ich habe es ausprobiert. Wenn ihr das sehen wollt, dann folgt uns doch mal oder den Holzwerken Ladenburger auf Instagram oder auf Facebook. Auf der Messe gab es natürlich noch andere Hallen und ganz, ganz viele andere Stände rund um das Thema Dach- und Holzbau. Aber wir waren die meiste Zeit nur bei den Holzwerken Ladenburger und haben uns natürlich ein oder das andere köstliche Handwerkerbier gegönnt. Natürlich gab es auch noch ein paar kleine Snacks und wie ihr sehen könnt, war auch der Stand wirklich rappelvoll. Und es hat uns wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht, die Holzwerke Ladenburger dort hier wieder zu begleiten. Alleine die Messe in München war schon ein großer Fun und die Messe hier war genauso gut. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns wieder das übernächste Jahr sehen, im Februar und dieses Mal in Köln auf der Dach und Holz 2026. Eventuell sehen wir uns vielleicht auch nächstes Jahr in München wieder auf der Baumesse, wer weiß das schon. Wir würden uns freuen, wenn du den Video in Handwerker dann nach oben geben würdest und wenn du uns bzw. den Holzwerken Ladenburger auf Instagram oder hier auf YouTube folgen würdest. Bis dahin, eure Steffi und euer Sebastian.